Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen. Wir zeigen Ihnen hier die Aufnahme des Mobilitätsforums am 15.11.2022 in der Aula Carolina in Aachen. Meine Damen und Herren, ich muss ein paar Dinge zu Anfang sagen. Also wir haben dieses Mobilitätsforum wieder einberufen nach längerer Zeit. Die Stadt und die Initiative Aachen e.V., die teilen sich dieses Format, sie sind die Kooperationspartner in diesem Dialogformat und die Stadt Aachen hat einen Planungsauftrag. Das wird uns gleich noch etwas näher gebracht und im Rahmen dieses Planungsauftrages ist es auch wichtig, dass wir von Beispielen lernen und dass wir dann hier auch in diesen Foren von Ihnen lernen, nicht nur von den Referentinnen und von den Referenten. Wir haben hier jetzt das Programm für Sie. Wir möchten einen Vortrag hören von Anne Plaas aus Gent. Ich freue mich, dass sie hier ist. Ich freue mich auch, dass sie sich die Arbeit gemacht hat. Wir haben einmal den Vortrag und dann will ich ein kurzes Interview durchführen. Nach der Pause, die wir uns gönnen und auch der Übersetzerin, wollen wir dann den Transfer auf Aachen diskutieren. Auch schauen, also was können Sie von diesem Beispiel lernen? Wo haben Sie auch das Gefühl, dass Sie vielleicht nicht davon lernen können? Und nach einer Bilanz und Verabschiedung soll um 19.30 Uhr hier Ende sein. Herr Langwig hat Sie über die Anmeldung, und das ist der Stand bei 83, gefragt, wo wohnen Sie denn eigentlich, wenn Sie hierher kommen? Wer kommt aus der Innenstadt? Wer ist von außerhalb? Wer wohnt in der Nähe der Innenstadt? Und wer wohnt woanders in Aachen, also nicht mehr in der Nähe der Innenstadt? Sie sehen die Verteilung hier und ich glaube, ich brauche Ihnen das nicht weiter vortragen. Meine Damen und Herren, Aachen und Gent im Größenvergleich. Aachen, Sie sehen es hier, knapp 250.000 Einwohner, Gent darüber geblendet, ein kleines bisschen größer, aber die Dimensionen der Städte sind ähnlich. Und Sie sehen, dass es einen größeren Unterschied gibt, der gleich von Bedeutung ist. Wir haben hier den Durchmesser Ihres Alleenrings mal ausgemessen und wir haben den Durchmesser des Rings der Straßen, die in Gent eine ähnliche Funktion wahrnehmen, hier mal ausgemessen. Gent ist in dieser Hinsicht größer und wir reden hier über eine etwas kleinere Fläche. So, Frauke Burgdorf, die wird jetzt Sie ansprechen, einführen in das, was die Stadt Aachen hier vorhat an Planung. Die Planung wird gerade erst gestartet, beziehungsweise die Diskussion darüber wird gestartet. Es gibt noch kein Konzept, was hier vorgelegt wird, sondern planerische Absichten. Und Frau Burgdorf, ich bitte Sie nach vorne. Ja. Und Sie übergeben bitte gleich dann automatisch weiter. Ich übergebe dann gerne an Frau Plaas. Bin ich gut zu hören? An die Frau Pfeiffer, stimmt. Ja, es ist immer gut, wenn man sagt, was man vorhat, dann kann man noch korrigiert werden. Das ist eigentlich auch das Thema von unserem Abend heute. Wir machen uns auf die Reise, die Innenstadtmobilität strukturell zu verändern. Und das ist ein großes Projekt. Das können wir nicht nur auf der technischen Ebene lösen. Wir können nicht einfach sagen, wir haben hier mal einen neuen Straßenquerschnitt, wir machen jetzt mal die Schleifenerschließung. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Innenstadt Mobilität enthält und jetzt machen wir es mal so. Wir haben wirklich vor, dieses Thema Innenstadtmobilität in die neue Struktur zu bringen, im Dialog mit der Initiative Aachen, vor allem mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt, damit am Ende der politische Raum, die Politik auch gesettelt entscheiden kann, ein Gespür dafür entwickeln kann, wo geht die Reise hin, wo befinden sich die Bürgerinnen und Bürger, die Händlerinnen und Händler und wo möchte die Politik, dass wir als Verwaltung am Ende mit ihnen hinsteuern. Das alles schaffen wir hoffentlich im Ping-Pong und miteinander und vor allem so, dass alle Menschen in Aachen, ganz gleich, ob sie hier wohnen in der Stadt oder ob sie von außerhalb kommen, ich hoffe auch, Frau Plaas, der ein oder andere Besuch aus Gent ist mal hier in Aachen und nicht nur umgekehrt, dass diese Menschen hier gut ankommen, sich gut orientieren können und in klaren, gut lesbaren Straßen und öffentlichen Räumen sich orientieren können. Mir ist es ganz wichtig, das wissen Sie, die mich kennen, dass wir Straßenraum und öffentlichen Raum zusammendenken. Wir müssen es hinbekommen, dass bei der alten Stadt Aachen, in der die Straßen eben nicht so groß sind wie in Berlin, dass
jeder Quadratmeter Straße als Verkehrsraum auch als öffentlicher Raum wahrgenommen wird, in dem man sich gut und gerne bewegt, in dem man sich gut orientieren kann. Eines der Meisterstücke dieses guten Aufenthaltes ist in den letzten Jahren entstanden. Das ist der Elisengarten, nebenan die Ursulinerstraße, die viel befahren war und jetzt nur noch für Liefern und Laden da ist. Sie erinnern da auch die Bilder sicherlich, die habe ich jetzt heute nicht dabei, vom Katschhof, weil sie so oft gezeigt werden. Ein alter Parkplatz, heute der feinste Platz der Stadt. Wir sind also schon auf dem Weg und haben uns auf den Weg gemacht. Und wir haben auch Konzepte, zunächst einmal städtebauliche Konzepte. Hier zum Beispiel das Innenstadtkonzept 2022. Das ist nicht jetzt fertig, sondern es ist vor 10 Jahren geschrieben worden. Unter anderem der Theaterplatz ist Teil dieses Innenstadtkonzeptes. Und auch natürlich die Aufforderung, nicht nur den Platz zu denken, sondern auch den Straßenraum neu zu denken. Aber eben auch die Ursulinerstraße, der Elisengarten, war Teil der vorhergehenden Innenstadtkonzepte. Sie merken hier, Straße, Platz, öffentlicher Raum wird zusammengedacht. Und das ganz besonders dort, wo die Aachener schon spitze sind. Die Aachener sind spitze im Zu-Fuß-Gehen. Das ist ganz wichtig. Wir haben einen sehr hohen Anteil, sage ich gleich noch etwas zu, an Zu-Fuß-Gehenden in der Stadt, Fußgängerinnen, Fußgänger. Und wir haben dazu auch ein sehr solides Konzept, das Premium-Fußwege-Konzept, das Schritt für Schritt umgesetzt wird, unter anderem mit Mitteln der Städtebauförderung, also mit Städtebaumitteln, hier zum Beispiel in der Maria-Hilf-Straße zu sehen. Diese Premium-Fußwege sollen die sowieso schon kompakte Stadt auf möglichst direktem Weg mit dem Grün verbinden und auch umgekehrt. Denn das Schöne ist, von den meisten Stellen der Innenstadt ist man in 15 Minuten zu Fuß schon in einem der Bachtäler, in einer der grünen Verbindungen und kann Erholung und Urbanität unmittelbar miteinander verbinden. Und ich kann Ihnen sagen, weil ich ja von außerhalb komme, kaum eine Stadt in Nordrhein-Westfalen oder in Deutschland hat diese Qualität. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum das Zu-Fuß-Gehen in Aachen so ausgeprägt ist in dem Modal Split, also in der Verteilung der Verkehrsarten zueinander. 30%, deutschlandweit sind es 24% im Durchschnitt. Und wenn man sich die Listen so anguckt, sind wir irgendwo so unter den Top 10 allemal. Wir haben nicht so viel Fahrräder wie Münster. Wir haben nicht so viel Fahrräder unterwegs wie Gent, aber Ann hat es eben schon festgestellt, wir haben auch, wie hast du so schön gesagt, eine andere Höflichkeit, eine andere Hügeligkeit hier in Aachen, und wir werden nicht mit den Fahrrädern an den Füßen geboren, das wird man nur in Münster. Also sorgen wir dafür, dass der Fahrradverkehr mehr wird, dass der Fußverkehr mehr wird und stabil wird und vor allem noch bequemer wird, dass der ÖPNV gute, starke und schnelle Achsen hat und damit auch noch mehr benutzt wird, dass die Kfz möglichst nicht alleine benutzt werden und der Anteil an Kfz-Fahrten abnimmt, insbesondere in der Kurzstrecke, aber hoffentlich auch dann mit der Regiotram irgendwann einmal in den Pendlerverkehren. Wir haben die Zu-Fuß-Gehenden, wichtiger Teil, größter Teil des Umweltverbundes. Wir haben die Fahrradfahrenden, eben schon gesagt, die wollen wir stärken. Erste Erfolge können wir feiern, auch wenn alles so seine Zeit braucht. Und das wissen Sie, es braucht seine Zeit. Wir sind mit den Radvorrangrouten und mit dem Rückenwind-Radentscheid jetzt dabei, Meter für Meter für Meter und Kreuzung für Kreuzung für Kreuzung und Radbügel für Radbügel in die Welt zu bringen und Aachen zu einer Fahrradstadt zu machen. Wir versuchen, den Umweltverbund eben weiter zu stärken mit Elektrobussen, Klammer auf, die übrigens nicht schuld sind an den Dellen in der Jülicher Straße, nur um das nochmal final gesagt zu haben. Ich kann auch gerne im Zwiegespräch erklären, warum das so ist. Mit Elektrobussen und natürlich mit unserem großen Traum von der Regiotram. Sie alle haben ja die für uns doch in dem Zeitpunkt überraschende Nachricht gehört, dass nächstes Jahr, übernächstes Jahr die Habachtalbrücke dann gesperrt werden soll, das uns alle gerade beunruhigt, aber nicht so, dass wir nervös werden, sondern eher, dass wir wissen, wir haben jetzt eine ganze Menge Arbeit. Und wäre doch die Regiotram schon da, dann könnten wir einen Großteil der Pendlerinnen und Pendler aus dem Nordraum hier in die Stadt holen. Das soll uns eigentlich darin bestärken, diese Tram auch, selbst wenn es jetzt noch nicht reicht, für die Zukunft vorzusehen. Ganz wichtig ist uns eben, wir machen schon viel, aber wir können noch mehr machen. Wir haben schon sehr, sehr viele Angebote, insbesondere in der inneren Stadt, wie wir den Menschen Angebote machen, vom Kfz, von der Kfz-Nutzung abzusehen. Wir haben Pedelec-Stationen, etliche
ich fuchs mich da auch gerade rein und das macht sehr viel Spaß, VeloCity zu nutzen und diese Stationen auch alle mal anzufahren und zu gucken, wo sind sie und wie funktionieren sie. Und wir haben natürlich Carsharing-Stationen von Cambio vor allem, die in Aachen auch schon eine wirklich lange Tradition haben. Und natürlich haben wir auch die ganz klassischen Möglichkeiten für den individuellen im Kfz-Fahrenden. Sagenhafte 7.187 Parkplätze in der City. Wir wissen über wirklich strikte Beobachtung, voll sind die wirklich nur an wenigen Tagen, wenn Weihnachtsmarkt ist. Erreichbar ist die City über diese Parkhäuser allemal. Vielleicht können wir die Wegeführung dorthin noch optimieren. Und vielleicht können wir auch die Art und Weise, wie wir versuchen, die Stadt vom durchgehenden Verkehr zu schützen, ebenfalls kommunikativ optimieren. Aber uns ist ganz, ganz klar, dass wir hier das Richtige tun, weil wir versuchen, die Verkehre, die sich ansonsten in die Stadt hineinschleichen, gerade angesichts der Sperrung der Brücke Turmstraße, so umzulenken, so umzuleiten, dass sie nicht die alte Stadt Aachen unmittelbar beeinträchtigen, auch wenn wir hier viel Schelte bekommen haben, das wissen wir. Ganz wichtig ist, wir haben einen politischen Auftrag. Wir machen das nicht als Verwaltung, weil wir da Lust zu haben. Nein, wir machen das, also wir haben da auch Lust zu übrigens. Aber wir machen das, weil wir einen politischen Auftrag haben. Und das ist uns ganz wichtig, weil es eben nicht darum gehen kann, dass es qua Gusto passiert, sondern ganz engmaschig von der Politik auch begleitet wird. Ich möchte das gar nicht im Einzelnen vorlesen. Wichtig ist, Gent ist uns als Vorbild sogar auch aus der Politik genannt worden. Insofern war das eine Aufforderung, Gent einzuladen. Wir wollen über die Schleifenerschließung reden. Wir wollen über die Zukunft des Grabenrings als Radverteilerring reden. Wir wollen über ein autoarmes Zentrum und nicht um ein autofreies, sondern über ein autoarmes Zentrum reden. Und diese Möglichkeiten, indem wir Durchfahrtsverkehr aus der Innenstadt rausholen. Quartiere, lebenswerte Nachbarschaften, Straßen, in denen Kinder selbstbewusst und fröhlich spielen können, zu ermöglichen. Und da wir wissen, dass das echt ein dickes und großes Rad ist, das wir drehen, haben wir in diesem Herbst entschieden, eben jetzt nicht einfach mit Plänen zu kommen. Den ein oder anderen Plan gibt es schon, aber ist der schon gut genug? Ist der schon verständlich genug erklärt? Ist es schon das, was wir Ihnen vorstellen möchten? Sondern wir haben ganz bewusst gesagt, nein, wir tanken erstmal Inhalte auf, gucken dann nochmal auf unsere Pläne, reden mit der Politik, reden mit Ihnen, um dann letztendlich die finalen Pläne im Sinne des Entwurfs und später dann in der Ausführung so vorstellen zu können, dass sie eventuell sogar schon bereits konsensfähig sind. Ich bin sehr, sehr froh, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Das ist schön und das ist überraschend. Und das liegt sicherlich auch daran, dass die Initiative Aachen mit eingeladen hat über ihre fantastischen Verteiler. Herzlichen Dank nochmal dafür. Auch die Volkshochschule hat über ihren Verteiler eingeladen. Das sei hier nicht unerwähnt. Wir wissen, dass wir viele Menschen erreichen müssen, eine bunte Schicht von Aachenerinnen und Aachener oder eine bunte Mischung auch erreichen wollen. Denn Mobilität geht uns alle an. Ganz egal, wie mobil wir sind mit unseren Füßen, ganz egal, wie viel Geld wir in unserem Portemonnaie haben. Mobilität hat ganz, ganz viel mit Freiheit zu tun. Und wie Sie alle wissen, ist die Freiheit immer so viel wert, wie sie die Freiheit des anderen nicht berührt. Insofern heißt Mobilität auch immer ein gutes Miteinander. Und ganz in diesem Sinne, Frau Pfeiffer-Bohnenkamp, möchte ich Sie nun ans Mikrofon bitten. Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich möchte Sie ganz, ganz herzlich im Namen der Initiative zum ersten Innenstadt-Mobilitätsforum begrüßen. Ich freue mich ganz besonders, dass wir auch dieses Mobilitätsforum wieder gemeinsam mit der Stadt, dieses Mal themengerecht in diesem wunderschönen, an diesem wunderschönen Ort, mitten in der Innenstadt durchführen können. Dafür ganz herzlichen Dank. Die Initiative, wer ist das? Die Initiative engagiert sich seit ganz vielen Jahren für die Themen der Stadt und der Region und versucht, wichtige Themen für die Stadt und die Region in den Fokus zu nehmen, mit exzellenten Experten zu belichten, zu durchleuchten, Ideen zu entwickeln und gemeinsam dann vor allem mit den Bürgerinnen, mit der Politik und der Verwaltung nach vorne zu bringen. Dabei spielen seit eher die Themen Stadtentwicklung und Verkehr innerhalb der Initiative immer eine besondere Rolle und insbesondere
Der Verkehr ist es momentan, der uns bewegt und der so eine immense Auswirkung auf die Stadtentwicklung hat. Frau Burgschaft hat es schon angesprochen, in den zurückliegenden Jahren stand zum Beispiel das Thema Bündelung von Pendlerströmen und damit unsere Regiotram im Fokus unserer Überlegungen. Aber jetzt haben wir ja alle gemeinsam das ehrgeizige Ziel, eine Klimaneutralität bis 2030 in wenigen Jahren umzusetzen. Und das macht ganz deutlich, dass wir uns jetzt gemeinsam dem komplexen Themenfeld innerstädtische Mobilitätswende ganz intensiv widmen müssen. Und das tun wir gerne. Was wir alle wollen, Aachen als eine lebens- und liebenswerte Stadt mit Zukunftsperspektive zeitgemäß zu erhalten und der City nach der Pandemie ihre Anziehungskraft zurückgeben. Ich glaube, das ist für alle Aachener unstrittig. Das impliziert aber auch, dass wir uns jetzt ganz intensiv mit der Mobilität in der Innenstadt auseinandersetzen müssen. Unstrittig und akzeptiert ist bei den allermeisten Bürgerinnen und Bürgern, wie wir von unseren Mitgliedern und aus unseren Netzwerken gespiegelt bekommen, dass sich der Autoverkehr in der Innenstadt insbesondere mit Blick auf Umwelt und Nachhaltigkeit verringern muss und dass weniger ruhender Verkehr und gleichzeitig mehr Aufenthaltsqualität durch mehr zur Verfügung stehenden öffentlichen Raum für Austausch, Flanieren und so weiter zur Verfügung stehen wird und ja damit auch die Aufenthaltsqualität von Aachen deutlich steigern wird. Das ist, glaube ich, auch selbst bei eingefleischten Autofahrern völlig mit großem Einverständnis, so ist immer unsere Wiederfeststellung, akzeptiert. Aber trotzdem, eine Attraktivität lebt ebenso von ihrer guten und vor allem auch sicheren Erreichbarkeit und das für alle und jeden Menschen, auch ein wichtiger Hinweis noch, unabhängig davon, ob er nun mit dem Auto, mit dem privaten Auto, mit einem anderen Verkehrsmittel oder eben auch gerne zu Fuß in die City kommen möchte, aber eben auch kann. Gesucht sind also, und Frau Burgdorf hat schon gesagt, die Stadt hat sich auf den Weg gemacht, kreative und intelligente Mobilitätskonzepte, die alle Verkehre effizient und nachhaltig gestalten und gleichzeitig so reizvolle Mobilitätsangebote schaffen, dass die Menschen dazu übergehen, das eigene Mobilitätsverhalten noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. Aus diesem Blickwinkel wird es in unseren Augen sehr wichtig sein, und auch das ist ein Feedback aus unseren Netzwerken, eine greifbare, verständliche Vision der innerstädtischen Mobilität in Aachen von morgen zu entwickeln. Und ich finde, es ist auch gut, dass das jetzt bald passiert und vor allem sie zielgruppengerecht und einprägsam an jedermann und allseits weiterzuleiten, zu kommunizieren, damit der notwendige Transformationsprozess, der eben von allen inzwischen akzeptiert ist, verstanden, mitgetragen und begleitet wird. Stolpersteine jetzt, wie zum Beispiel die zusätzliche Sperrung der Turmstraße, auch die können dann besser, denke ich, von den Bürgerinnen und Bürgern akzeptiert werden. Und schließlich, der Erfolg der innerstädtischen Mobilitätswende wird wesentlich von dem individuellen Verhalten jedes Einzelnen von uns getragen werden. Egal, wie wir in der Stadt unterwegs sind, jeder von uns muss sich eben an die sicherlich auch dann neuen Spielregeln oder besser gesagt Verkehrsregeln halten, auch wenn es manchmal etwas schwer fällt, und vor allem achtsam, rücksichtsvoll und auch vorausschauend interagieren. Auch das muss ein Teil der neuen Kommunikationsstrategie sein. Alles in allem, die innerstädtische Mobilitätswende in der Stadt Aachen mit
ihrem historisch gewachsenen Straßen- und Wegenetz ist eine hochkomplexe Herausforderung, wissen wir alle, aber eben auch eine enorm große Chance. Expertenwissen und der Blick über den Tellerrand sind wunderbare Begleiter und Ratgeber in diesem Prozess. Ich freue mich sehr, dass wir gleich von Frau Plass die wesentlichen Eckpunkte des Transformationsprozesses in Gent kennenlernen. Und ich hoffe, dass wir ganz viel davon für Aachen antizipieren können und vor allem auch heute Abend zu guten Ergebnissen kommen können, was wir aus diesem Transformationsprozess für Aachen übernehmen können. Dazu braucht es, wie am Anfang gesagt, Expertenwissen. Und darum wird in der anschließenden Diskussion Dennis Krechting, Geschäftsführer der Metropolitan Cities und aber vor allem der Verkehrsexperte der Initiative Aachen, der ich nicht bin, sein Wissen mit in die Diskussion einbringen. Ich wünsche uns allen einen ganz, ganz spannenden Abend. Vielen Dank. Wir danken Ihnen, Frau Pfeiffer-Bohnenkamp. Hören Sie mich gut? Ja. Wir haben an Plass aus Gent angeschrieben und hin und her telefoniert und fragten, wie kreativ, wie intelligent, wie effektiv ist das, was in Gent läuft. Das Beispiel Gent, das haben wir ja schon gehört, das wird hier diskutiert. Es wird gefragt, wie Frau Pfeiffer-Bohnenkamp erwähnt, was können wir davon übernehmen? Wir würden es jetzt erstmal gerne hören, was Sie dort machen und schauen, ob es kreativ und intelligent ist. Und was waren die Zielvorstellungen? Was ist konkret gemacht worden? Und welche Effekte hatte die Maßnahme? An Plass, bitte. Hello, good evening. Hallo, guten Abend. Do you all hear me? Bin ich zu hören? Okay. Auf allen Seiten. My name is Anne Plass. Ich heiße Anne Plass. Ich bin aus Gent. As said before, and wie I'm schon here gesagt. To tell you a little und ich bit bin hier, about um Ihnen etwas zu erzählen von dem, was wir in Gent so gemacht haben. Ich habe den Nachmittag jetzt in Aachen verbracht. I was just saying that I've been visiting also Aachen ich hatte gerade gesagt, dass ich heute Nachmittag in Aachen zu Besuch war und gesehen habe, dass wir uns doch ziemlich ähneln als Städte. Und viele wunderbare Dinge sind schon passiert hier. We have similar amount of inhabitants. Also wir we haben von der Einwohnerzahl her Ähnlichkeiten, space, wir haben ähnliche Platzverhältnisse, quadratmetermäßig sind wir da ähnlich aufgestellt. Und beide sind für mittelalterliche Städte. Es gibt aber gewisse Unterschiede dennoch. Wir haben einen großen Hafen, nämlich zum Beispiel der Nordseehafen ist ein großer Hafen, 60 Kilometer Länge und er reicht also nach Holland rein und es sind hier eine Menge Unternehmen da ansässig, 550. Es gibt 102.000 Mitarbeiter, die dort beschäftigt sind und jede Menge Großunternehmen wie Volvo zum Beispiel, PKWs, Trucks, ArcelorMittal, also wirklich Großindustrie und jede Menge große Unternehmen dort. What is quite similar was ziemlich to ähnlich Aachen, ist that we also have a im Verhältnis zu Aachen, ist, dass really wir auch eine Uni haben. City. Und wir sind wirklich eine Universitätsstadt. About 70,000 ungefähr 70.000 Studierende in Gent, haben wir in Gent. On top of the 2006, und dazu kommen dann zusätzlich zu, die kommen dann noch dazu, zu den 260.000 Einwohnern und Einwohnerinnen. Auch da ähneln wir Aachen, denke ich mal. Sehr alte Universität, sehr gute Universität.
Universität, die weltweit immer wieder einen guten Rang einnimmt. Also da sind wir ziemlich stolz drauf. Und wie gesagt, eine Menge Ähnlichkeiten. Und auch wir haben einen Prozess hinter uns, die Stadt zu transformieren. Und das hört nie auf. Wir sind immer wieder damit beschäftigt. Genauso wie das bei Ihnen hier ist. Sie haben schon viel gemacht und sind immer noch zugange. Von daher können wir da mal inspirieren im Hinblick auf das, was man so machen kann, was man besser nicht macht, was bei Ihnen funktionieren könnte und was vielleicht eher nicht. Gent ist ja nicht so von vornherein so gewesen wie jetzt. Auch bei uns hat das eine lange Vorlaufzeit gehabt. Und Mitte der 80er Jahre hatten wir jede Menge Autoverkehr, der in die Innenstadt führte. Ich weiß nicht, ob jemand in neuerer Zeit noch mal in Gent war. Und wenn ja, dann haben Sie gesehen, dass das eine Riesentransformation ist, die da inzwischen passiert ist im Vergleich zu diesem Bild hier. Wir haben sehr große Fußgängerbereiche mittlerweile. Es hat sich ja so entwickelt von einer Stadt, die wirklich eine Autostadt war. Gebaut war sie ja nicht für Autos. Es ist ja schließlich eine mittelalterliche Stadt und die kann man da gar nicht so ohne weiteres reinquetschen. Aber der Verkehr drängte sich eben dadurch. Und wir haben das aber transformiert in eine Stadt für Menschen. Und ich denke, das muss eine Stadt sein. Die Stadt muss eine Stadt für Menschen sein, nicht für Autos. Niemand will eine Stadt aufsuchen, weil da jede Menge Autos sind. Und alle wollen das machen, weil da viel los ist. Theater, Kneipen, Restaurants, Läden, andere Leute zu sehen, schönes Umfeld, schöne Bauten. Deshalb will man ja in so eine Innenstadt. Nicht, weil da jede Menge Autos sind. Das ist ja nie der Grund dafür, dass man die Innenstadt aufsucht. Warum möchte man eine Stadt für Menschen sein? Ja, der Hauptgrund ist der, dass man eben eine Stadt ist. Also ist man da für Menschen und weniger Autos bedeuten auch eine bessere Lebensqualität in der Stadt. Es bedeutet mehr Zugänglichkeit in der Stadt und zwar für alle Menschen, nicht nur für Autobesitzer, sondern für alle. Und nicht zuletzt ist es eine sicherere Stadt dann auch. Man hat weniger Autounfälle und von daher denke ich, ist das sehr wichtig für eine Stadt. Now how did we do this? Wie sind wir das angegangen? Magic stick? Hatten wir da den Zauberstab? Den wir schwenken konnten? Oder haben wir die alle Autos verschrottet, verbannt aus der Innenstadt? Nein, natürlich nicht. Das ist also wirklich ein langer, langer Weg gewesen, eine ziemliche Geschichte. Es passiert nicht auf einen Schlag und es ist eine Kombination von Visionen für die eigene Stadt und auch die ein oder andere Abkürzung war gefragt. Eine Vision bedeutet, man muss wissen, wo es hingeht und warum man das macht und was man da macht und man muss sich das dann anschauen, wie man es angeht und ob es vielleicht schnellere Wege gibt. Und wir fanden solche Abkürzungen und das ist also unser Zirkulationsplan, denke ich, und sowas wird auch in Aachen diskutiert, wie ich gehört habe. Wir haben beschlossen, dass Autos nicht mehr überall hin dürfen, weil was haben wir gesehen? Das war 2014 zum Beispiel. Wir hatten zu viel Straßenverkehr im Stadtzentrum. Ungefähr 50% des Verkehrs in der Innenstadt war Verkehr, der einfach nur Durchgangsverkehr war oder aber einen großen Weg durch die Innenstadt zurückgelegt hat, um an sein Ziel zu kommen, das also an einer Ecke des Stadtzentrums war. Und man sieht hier die Daten, 11% einfach Durchgangsverkehr, weil das schneller ging. Man ist dann einfach der Ringstraße gefolgt. Und 28% fast 30%. Also das war Verkehr, der von einer Seite kam, durchfuhr durch das Innenstadtzentrum, um an ein Ziel auf der anderen Seite der Stadt zu gelangen. Und wenn man das diesen Verkehr rausbekommt aus der Innenstadt, dann heißt das, man kann ungefähr 50% des Autodurchgangsverkehrs durch das Herz der Innenstadt vermeiden. Ohne zu sagen, dass Autos nicht mehr ihr Ziel erreichen können über die Innenstadt. Das können sie immer, aber vielleicht einfach über eine andere Strecke. Nicht mehr über die gewohnte, sondern eine andere. So how did we do this? Wie sind wir das also angegangen?
Wir haben unser Stadtzentrum aufgeteilt in sechs Zonen und eine Fußgängerzone. Eine Fußgängerzone hatten wir schon, die haben wir dann noch vergrößert durch diesen Zirkulationsplan. Und die sechs Zonen sind allesamt neben der Ringstraße. Also von daher kann man diese Zonen nur noch über den Ring erreichen. No way that you can go from the red zone, wie man von der roten Zone zur pinkfarbenen kommt über die blaue. We don't want that. We want, das if you want to go from the red zone also to the green zone, der roten zur grünen Zone muss, zum Beispiel, muss man über den Ring. You can't go through the city center. Es geht nicht über das Innenstadtzentrum. This wasn't easy because, das war nicht leicht, I've put some, weil ich habe also einige Beispiele von Durchgangsverkehr hier aufgezeigt und Semi-Durchgangsverkehr. Wir hatten fünf, sechs dieser Strecken durch das Stadtzentrum und das war das, was Leute gewohnt waren. Und jetzt mussten sie den Ring benutzen und das war nicht leicht, das durchzusetzen. Es wurde viel debattiert darum. Wie haben wir das hinbekommen? Wir haben das hinbekommen, indem wir bestimmte Tools eingesetzt haben. Weil wenn man das wirklich perfekt hinbekommen möchte, rebuild streets, a lot of building, a lot of building to do, and it takes too much time. Müsste man jede Menge Baumaßnahmen starten und das dauert zu lang. Also haben wir das mit Pflanzen und Bänken gemacht. Und das ist ja ganz wichtig, weil wenn man Verkehr, Autos herausnimmt aus bestimmten Straßen, dann ist es ja wichtig, denke ich, zu zeigen, was man anfängt mit diesem neu geschaffenen Raum. Was kann die Alternative sein? Also so, dass man keine leeren Straßen hat dort, sondern verdeutlicht, welchem Zweck diese leer gewordenen Straßen dienen können. Und das haben wir eben hinbekommen mit Pflanzen, Bepflanzungen, mit Bänken, mit Fahrradabstellplätzen. Wir haben auch Blöcke und Pfosten, Poller verwendet, um klarzumachen, wie wir das haben wollen. Und auch, ich denke, das ist etwas anders als hier in Aachen. Wir haben auch Überwachungskameras eingesetzt. Also das heißt, die erfassen automatisch das Nummernschild und die fotografieren also, ja, wie gesagt, das Nummernschild. Und wenn wir nicht wollen, dass Autos da durchkommen, in die Fußgängerbereiche hinein oder dann haben wir also Filter kreiert. Also und dann wurde ein Bußgeld fällig, also wenn welche doch durchgefahren sind. Und diese Überwachungskameras, für die gab es eine Liste von bestimmten Zielgruppen, denen es erlaubt war, da durchzufahren. Also das waren die Filter, weil es sehr wichtig ist, dass der öffentliche Nahverkehr, die Taxis, die Polizei, die Pflegedienste dennoch leicht und schnell durch die Stadt hindurchkommen und da rein dürfen. Aber sonstige PKWs und LKWs wollten wir nicht in der Stadt haben. Und insofern haben wir die ausgefiltert, von denen wir nicht wollten, dass sie von einer Zone in die nächste kommen. Das ist also etwas, was wir gemacht haben, so einen Zirkulationsplan entwickelt. Und noch etwas, was wir auf die Beine gestellt haben, das ist ein Parkkonzept. Und so ein Parkkonzept ist etwas, was oft unterschätzt wird, wenn es darum geht, die Innenstadt umzugestalten. Das Hauptziel eines solchen Parkkonzepts ist eine bessere Nutzung des zur Verfügung stehenden Raums. Die Situation, die wir zuvor hatten, war, Parken war sehr einfach in der Innenstadt, sehr kostengünstig und der Fokus ruhte nicht gezielt auf bestimmte Gruppen. Und was wir erreichen wollten mit diesem Plan, was wir definieren wollten, das war, welche Zielgruppen an Besuchern wir wo parken wollten in der Innenstadt. Eine der Gruppen zum Beispiel, die nicht zu Besuch kommen in die Stadt, sondern da leben, das sind die Einwohner und Einwohnerinnen. Und für die haben wir
oberirdische Parkplätze am Straßenrand vorgesehen. Das ist also hauptsächlich für die Anwohner. Und dann gab es noch Parkmöglichkeiten, die dort angeboten wurden für Kurzzeit, also so Brötchentaste sozusagen, für maximal eine halbe Stunde. Wenn jemand 3-4 Stunden lang in die Innenstadt wollte, dann hatten wir entschieden, da sind die unterirdischen Parkhäuser zu benutzen. Und wenn man die Stadt für 5-6 Stunden oder für einen ganzen Tag oder mehrere Tage besuchen möchte, dann wollen wir, dass das Auto außerhalb der Stadt parkt, weil das muss ja nicht den ganzen Nachmittag dann die Straßen verstopfen. Und dieses Parkkonzept bezog sich aber gar nicht nur auf Autos, sondern auch Fahrräder. Wo soll das Fahrrad abgestellt werden? Und bei all diesen Radfahrern, die wir haben, wo sollen die ihre Fahrräder lassen in der Innenstadt? Weil das wird ziemlich lästig mittlerweile in Kent. Zu viele Radfahrerinnen und Radfahrer in der Innenstadt. Und Park-and-Ride-Infrastruktur, das war auch ein Punkt. Also wenn man Menschen sagt, bitte bleiben Sie außerhalb der Stadt mit Ihrem Auto. Wo sollen die dann hin? Wo kann man parken? Wie kommt man da hin? Und auf welchem Transportweg kommt man dann in die Innenstadt hinein? Und insofern haben wir auch eine Park-and-Ride-Infrastruktur aufgebaut. Aber das dauert ziemlich lange. Also das ist ein Plan von 2014 gewesen und das Park-and-Ride ist dieses Jahr erst fertig geworden. Also es nimmt schon viel Zeit in Anspruch, weil man muss es immer wieder überdenken und es diskutieren mit der örtlichen Bevölkerung und die Planungsinstanzen einbeziehen und so viele Ebenen der Behörden einbeziehen muss. Und irgendwann hat man dann ein schönes Gebäude stehen, aber das braucht lange Zeit. Und der Parkplan hatte auch mit Raumplanung zu tun. Raumplanung, Parkstandards. Und das ist etwas, was viele Städte mittlerweile machen. Wir haben also nicht nur gesagt, man braucht ein bestimmtes Minimum von Parkplätzen, die man zur Verfügung stellt bei der Errichtung von Neubauten, sei es Wohnhäuser oder Fabriken oder Läden, sondern wir haben auch ein Maximum als Vorgabe. Wir sagen also nicht nur, Sie müssen mindestens pro Wohneinheit einen Parkplatz anbieten, das liegt darunter de facto, sondern auch nicht mehr im Innenstadtbereich, zum Beispiel 0,6 Parkplätze pro Wohneinheit. Und das ist auch etwas, was langfristig betrachtet wirkt. Es zeigt nicht sofort Wirkung, aber es ist sehr wichtig, für die Zukunft sicherzustellen, dass wenn man eine groß angelegte Parkinfrastruktur errichtet, in der Innenstadt, im Wohnbereich, in der Nähe der der Läden, dann werden die ja sehr lange Zeit da sein, 30, 40 Jahre oder so, bevor man solche Parkplätze wieder los wird. Und insofern, und dann hängt man auf diesen Autos. Und deswegen sagten wir, wir wollen nicht zu viele Parkhäuser in der Innenstadt haben. Diese beiden Pläne zusammen haben uns schon ziemliche Resultate geliefert. Und ich möchte auf diese Resultate einmal eingehen. Wir haben 2017, 2018 Messungen vorgenommen, also die ersten Zahlen, die ich Ihnen gleich nenne, die stammen aus diesem Zeitraum. Eines der Hauptergebnisse ist, dass die Fußgänger sich die Straßen zurückerobern. Wir hatten schon eine große Fußgängerzone, die haben wir noch einmal erheblich vergrößert. Und wir konnten also wirklich sehen, dass der Raum, den man den Fußgängern anbietet, auch beansprucht wird. Und was wir auch sehen konnten, ist, dass Fußgänger, selbst wenn es kein Fußgängerbereich war, dennoch sich so verhielten, als sei es eine Fußgängerzone. Also insofern haben wir unsere Fußgängerzone sogar noch vergrößert und es steht auch an, dass wir das in den nächsten Monaten noch etwas weiter vorantreiben, weil wir gesehen haben, die Leute brauchen einfach den Platz, um gehen zu können und die Stadt genießen zu können. Wir haben viel mehr Raum für Fahrräder geschaffen. Ich werde Ihnen zeigen,
wieder die modale Aufteilung in Gent aussieht. Aber wir haben das erreicht, indem wir die Autos aus der Innenstadt herausbekommen haben. Die Menge der Autos entlang dieser Hauptfahrradrouten wurde zwischen 25% und 50% reduziert. Das war schon eine große Veränderung. Wir mussten gar nicht so viel Fahrradinfrastruktur herstellen, weil wir einfach die Autos rausgeholt haben und dann war der Platz da für die Fahrräder. Und das hat auch ein viel wohligeres Gefühl erzeugt für die Radfahrer. Und wir haben wirklich gesehen, wie die Familien kamen und mit den Kindern Fahrrad gefahren sind auf Straßen, wo sie sich das vorher nie getraut hätten. Man braucht also die Infrastruktur gar nicht in dem Maße, wenn man einfach nur die Autos loswird. Wir hatten ungefähr 30% mehr Radfahrerinnen und Radfahrer nach diesem neuen Verkehrsplan. Unser öffentlicher Nahverkehr ist viel schneller geworden und pünktlicher. Sie müssen wissen, dass die Stadt Gent nicht zuständig ist für den öffentlichen Nahverkehr, sondern das macht die Region. Und die Stadt hat also überhaupt kein Geld da reingesteckt, keine zusätzlichen Busse oder Straßenbahnen, nichts dergleichen. Es war einfach nur die Situation, also die Menge der Busse und die Menge der Fahrer und Fahrerinnen blieb gleich, genauso wie wir das vorher hatten, aber wir haben wirklich berechnet, und das ist auch das Feedback, das wir kriegten von den Transportunternehmen, dass es jetzt schneller und pünktlicher abläuft alles, was ein wirklicher Gewinn ist für alle, die den ÖPNV benutzen. Die Luftqualität hat sich verbessert. Das ist natürlich keine Überraschung. Aber die Zahlen sind schon ziemlich beeindruckend, würde ich sagen. Für Gent insgesamt hatten wir 90%ig bessere Luftqualität in der Innenstadt und im innersten Kern 25% besser immerhin noch. Und ich denke, wenn man weiß, wie das ja in neuerer Zeit der Fall ist, was das mit unserer Lunge macht, ist das schon ein ganz wichtiger Punkt. Und ganz wichtig ist auch, dass wir mehr öffentlichen Raum geschaffen haben, wo wir diese Bänke aufgestellt haben und kleine Spielplätze für Kinder, Gelegenheiten, sich einfach hinzusetzen. Cafés, Restaurants erhielten auch zusätzlichen Raum für Straßencafés, für Außengastronomie. Und darum geht es ja wirklich in der Stadt. Und mit das Schönste, was wir gehört haben hinterher, das war, dass Leute sagten, danke, jetzt kann ich die Vögel wieder singen hören in der Innenstadt. Habe ich nie gehört vorher in der Innenstadt, aber jetzt höre ich sie wieder in den Bäumen. Ich denke, das ist auch so ein Stück Lebensqualität in der Stadt, wenn man die Vögel singen hören kann. Das waren also die ersten Resultate, die wir erzielt haben, ein Jahr nach der Umsetzung des Zirkulationsplans und des Parkkonzepts. Ist das das Einzige, was es zu tun gilt? Nein, natürlich nicht. Das geht nicht einfach nur mal mit so schnellen Maßnahmen, sondern wir mussten schon auch Infrastruktur bauen. Und wie schon gesagt, es braucht eine ziemliche Zeit, aber dennoch dranbleiben, dennoch weiter planen, weil sie brauchen das. Wenn Sie das ernst nehmen mit der Veränderung, die Sie haben wollen in Ihrer Stadt, dann brauchen Sie auch die entsprechende Infrastruktur, die das demonstriert. Wir haben Infrastruktur errichtet für Fußgänger. Ist vielleicht nicht die attraktivste Route hier in der Stadt, aber sie ist eigentlich ziemlich schmal und schafft Raum. Und das ist ein sehr multifunktionaler Raum. Sehr leicht zu nutzen, wenn man draußen sitzen will, Party feiern. Dann kann man das so machen. Und was auch sehr wichtig ist, und da habe ich also Initiativen dieser Art auch hier gesehen, das sind belebte Straßen. Eine belebte Straße, lebende Straße ist etwas, was temporär errichtet wird, aber das ist ganz wichtig dennoch, weil das schafft Raum in den Köpfen der Menschen. Die Idee ist, dass Menschen sich wirklich zu Eigentümer werden
ihre eigene Straße und entscheiden können, wie die aussehen soll. Aber sie müssen das miteinander besprechen. Und wenn sie zu dem Schluss kommen, keine Autos zu wollen in der Straße, dann sollten sie auch ihre Lösung finden dafür. Es ist keine Lösung, die Nachbarstraße zu verbannen. Die Debatten zwischen den Leuten, die leben in einer solchen Straße und die Tatsache, dass nur temporär so etwas wie diese lebende Straße errichtet wird, hat Vorteile, weil wenn Leute denken, ach, ist ja nur für 3 Monate, das überlebe ich, das ist schon okay. Aber wenn man das länger anlegt, dann verändert sich etwas. Es verändert sich aber etwas dadurch in den Köpfen der Menschen. Und es kommt zu einem anderen Vibe rein. Und wir haben auch offene Design-Workshops gestaltet. Und das ist ganz wichtig, gemeinsam Straßen zu gestalten mit den Anwohnern und Anwohnerinnen. Und wenn man die Leute fragt, wie ihre Straße aussehen soll, dann sagen die nie, ich will jede Menge Parkplätze, sondern die wollen grün, die wollen Beleuchtung, die wollen gute Fußwege. Aber die wollen nicht jede Menge Autos da stehen haben. Die Bequemlichkeit, die sagt bei manchen, dass sie das wollen. Wir haben also offene Design-Workshops gehabt und das ist immer ein gewisses Ringen, aber es ist gut, diese Debatten zu führen miteinander darüber, wie die Straße aussehen soll. Und natürlich für Gent auch ganz wichtig, die Fahrradinfrastruktur. Wir haben Radwege angelegt, Radautobahnen, Fahrradbrücken, Fahrradstraßen. Und Fahrradstraße ist einfach so ein bisschen Farbe nur gefragt, um gewisse Signale an der Seite der Straße, aber eine Brücke oder eine richtige Passage, da braucht man schon 5-6 Jahre für, um das zu errichten. Und das haben wir gemacht. Sehr wichtig. Ich würde sagen, es ist wichtig, wirklich auf gute Qualität zu achten. In Gent ist also das sehr schnell passiert, dass die Zahl der Radfahrerinnen und Radfahrer vorgenommen hat. Und vor 15 Jahren haben wir gedacht, boah, richtig großes Projekt, vielleicht sogar zu groß. Und jetzt können wir sogar sagen, es ist zu klein angelegt. Also ruhig ehrgeizig sein bei der Planung von derartigen. This is something that is, die Anlieferlösung, das ist etwas, was nicht immer so leicht ist. Und es gibt viele Diskussionen diesbezüglich. Also wenn man die Stadt transformieren will, ist das immer ein zentraler Punkt. Wie passiert die Anlieferung? Wir haben Gespräche geführt mit Ladenbesitzern, mit Hausbesitzern, mit Bauunternehmen. Und da gibt es kein Patentrezept. Also das ist wirklich etwas, was maßgeschneidert sein muss. Und verschiedene Arten von Waren, für die gibt es unterschiedliche Lösungen. Zum Beispiel die Baulogistik ist immer sehr schwierig, weil das sind sehr große Objekte, sehr schwere. Und das ist immer was, was sich konzentriert an bestimmten Stellen. Nun haben wir viel Wasser in der Innenstadt und wir versuchen, das möglichst umfangreich zu nutzen, aber das geht nicht für jede Baustelle. Also wie schon gesagt, das muss wirklich maßgeschneidert sein. While all doing this, they und care vulnerable. Mittlerweile und unterdessen ist es wirklich wichtig, sich um die besonders Verletzlichen zu kümmern. Und das möchte ich Ihnen auch ans Herz legen. Es gibt eine Menge Menschen, die irgendwelche Behinderungen haben, die klein sind, die arm sind. All müssen einbezogen werden und für die muss gesorgt sein. Wir haben zum Beispiel kostenlosen öffentlichen Nahverkehr für Kinder eingeführt, bis zum Alter von 15 Jahren, sodass wir damit sicherstellen, dass sie überall hinkommen, wo sie hinwollen. Das ist eine Seite. Aber sie lernen auf die Art und Weise auch wirklich, den öffentlichen Nahverkehr zu benutzen. Von daher ist das auch ein Bildungsprogramm. Und die Schulunternehmen gehen auch auf Klassenfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die mieten keinen Bus dafür. Wir hatten sehr nach 11 Uhr sehr wenig öffentlichen Nahverkehrs, 11 Uhr nachts. Und insofern haben wir Busse dann besonders forciert, danach für die jungen Leute, die ins Theater gehen, ins Konzert, sodass die danach noch mit dem ÖPNV nach Hause kommen. Und auch kostenlose Shuttles zu den Park-and-Ride-Plätzen zwischen denen und dem
Stadtzentrum, so dass es leichter zugänglich wird. Carsharing ist auch etwas, worauf wir ziemlich stolz sind. 2013 haben wir gesagt, okay, gucken wir, dass wir bis 2020 20.000 Carsharer haben. Klang gut und wir haben gesagt, okay, das ist was, was wir anstreben, darauf arbeiten wir hin. Und wir haben gedacht, das ist unmöglich, erstmal dahin zu kommen und ganz haben wir es auch nicht erreicht. Aber die Tatsache, dass man so ein Ziel hat, auf das man hinarbeiten kann, ist schon mal sehr wichtig. Und das hat den Stein ins Rollen gebracht. Wir haben jede Menge finanzielle Anreize geschafft, Parkanreize, damit Leute Carsharing benutzen. Die können zum Beispiel überall kostenlos parken. Und das gehört auch mit zum Parkkonzept. Das ist ganz wichtig, der Punkt. Wenn Leute ihr eigenes Auto sich davon lösen sollen und sich für Carsharing entscheiden. Fahrradkultur aufbauen, für uns auch ein ganz wichtiger Punkt, weil da geht es nicht nur um Infrastruktur, sondern auch um fröhliche Radfahrer und Radfahrerinnen, gute Lösungen und zeigen, Fahrräder sind da und die werden nicht morgen wieder verschwunden sein. Also keine, nicht wie so ab und zu mal so ein seltsamer Typ, der mit dem Lastenfahrrad von Haus zu Haus fährt, nicht nur so ein schräger Vogel, sondern es gibt richtige Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Lieferdienste mit Fahrrädern. Wir haben Klempner per Fahrräder, die per Fahrrad unterwegs sind und vieles andere. Und ich möchte noch einmal betonen, dass das Nachhaltige sozial ist, wenn man investiert in zu Fuß gehen, Radfahren, öffentlichen Nahverkehr. Das ist alles etwas sehr Soziales. Meistens, also die Menschen, die das nutzen, diese Art von Mobilität, das sind meistens diejenigen, die keine größeren Mittel zur Verfügung haben. Und wenn man es denen leichter macht, macht man es allen leichter mit der Teilhabe an der Gesellschaft. Weil Mobilität ist ja eine Art von Teilhabe an der Gesellschaft. Und darum geht es ja bei Mobilität. Das ist kein Ziel, sondern es geht um Freiheit. Es geht darum, wirklich Teil der Gesellschaft sein zu können. Looking back now after, Rückblickend, heute, jetzt nach 5 Jahren, weil wir haben diesen Zirkulationsplan 2017 implementiert, also 5 Jahre später, what is happening now? Was tut sich da jetzt? The evolution of the housing prices die Entwicklung in Flanders, der Hauspreise in Flandern kann man hier sehen. Gent ist hier so im äußersten linken Drittel. Wir haben sehr hohe Preise für Immobilien. Also das Leben in Gent ist sehr beliebt. Und der Punkt ist nicht, dass also nicht genug Häuser da sind, sondern es wollen zunehmend mehr Leute da leben, mehr als wir abdecken können durch Neubauten. Und Gent ist immer noch sehr beliebt und Leute wissen die Lebensqualität dort wirklich sehr zu schätzen. Wirtschaftlich betrachtet, also ist die Situation komplexer. Es ist eine Menge gelaufen bei uns seit 2017. Wir hatten ja Corona und jetzt haben wir die Energiekrise, den Krieg. Es ist also nicht so leicht, da zu sehen, was da wirklich abläuft. Aber was man beobachten kann, das ist, dass gewerbliche Immobilien, dass wir sehr wenig Leerstand hatten, also Läden, die nicht genutzt werden. Beispiel. Ich habe mal im Vergleich Antwerpen dagegen gesetzt, also in Flandern auch. Die hatten bis 2020, als dann Corona kam, höhere Leerstände. Jetzt sind die Daten ähnlich, aber vorher war es also viel niedriger. Wenn man sich also die pro 100 Einwohner, pro 1000 Einwohner anschaut, was da an Gewerbeimmobilienflächen ist, dann ist es bei uns viel mehr und wir haben auch viel weniger Leerstand, also quadratmetermäßig betrachtet. 5 Jahre nach dem Zirkulationsplan gibt es also nicht den leisesten Hinweis darauf, dass die wirtschaftliche Seite gelitten hat darunter.
wenn es gelitten hat unter etwas, dann unter Corona, unter der Krise vielleicht jetzt im Moment. Aber es liegt nicht an diesem Verkehrsplan, diesem Zirkulationsplan. War alles wie vorher, ladenmäßig? Nein. Weil ich denke, dass schon dieser Verkehrsplan bestimmte Prozesse beschleunigt hat, die vorher schon angestoßen worden waren. Leute, die vielleicht schon überlegt hatten, ob sie bald in Rente gingen, noch ein, zwei Jahre hatten, haben vielleicht schon mal dicht gemacht. Leute, die die Idee hatten, den Laden zu transformieren, umzubauen, haben das vielleicht ein bisschen schneller gemacht. Aber ich denke, das war global so. Die Internetverkäufe sind ja in den letzten 5, 6 Jahren spektakulär in die Höhe geschossen. Und das hat auch seinen Einfluss. Aber das war nicht so, dass dieser Verkehrsplan der große Veränderungsfaktor war. Was wir sehen konnten, das war, dass Cafés und Restaurants, dass die sehr zugenommen haben. Also viel mehr Restaurants und Cafés jetzt. Neuere Zahlen innerhalb der Ringe im Stadtzentrum, wenn wir jetzt die Kinder anschauen, 50% aller Kinder legen ihre Wege per Fahrrad zurück, 20% zu Fuß. Das heißt, 70% der Kinder fahren nicht mit dem Auto oder mit dem Bus. Und ich denke, das ist wirklich wichtig zu sehen, wie unabhängig die sein können, wie selbstständig, wenn sie Rad fahren oder zu Fuß gehen können. Was nicht unbedingt immer heißt, dass sie alleine unterwegs sein müssen, aber es ist sehr wichtig für die Eigenständigkeit. Und wir haben Leuten auch Fragen gestellt, wie denken Sie, Gent ist, seit es die autofreien Zonen gibt, lebenswerter. Und 61% der Bewohner Gents, also Gent in seiner Gesamtheit betrachtet, nicht nur innerhalb des Innenstadtrings, sondern auch aus dem Umfeld. Und da haben 61% Ja gesagt. Und innerhalb des Ringes haben sogar 71% gesagt, ja, ist viel schöner, seit wir diese vielen autofreien Zonen haben. Und 15% haben Nein gesagt. Also es gibt immer bestimmte Leute, die Nein sagen. Wir haben auch die Frage gestellt, haben Sie den Eindruck, Sie erreichen das Stadtzentrum leicht? Mehr als die Hälfte sagte ja und 24% sagten nein und der Rest hat gesagt, weiß ich nicht, habe ich keine Meinung zu. Wir haben auch die Frage gestellt, haben Sie das Gefühl, Ihre Nachbarschaft ist leicht zugänglich per Auto? Und 76% haben gesagt, ja, man kommt gut mit dem Auto hin. Wenn wir das im Vorab gefragt hätten, vor dem Verkehrsplan, hätten die Leute gesagt, nein, da kommt man doch gar nicht mehr ran bei uns. Das muss ja, wir müssen ja so weit wegparken. Aber die Leute gewöhnen sich dran und nach einer Weile überlegen sie sich dann und denken um. Ich denke, das sind also auch ganz wichtige Zahlen. Ich habe ja schon vom modalen Split gesprochen in Gent, anders und doch nicht so anders als in Aachen. 2012 wurden mehr als 50% aller Wege mit dem Auto zurückgelegt. 2018 nur noch 39%. Das war schon ein ziemlicher Wandel. Und größtenteils hat sich das verschoben in Richtung Fahrradfahren in Gent. Aber ich denke, einer der Hauptgründe, warum wir diese Veränderung in die Richtung hatten, und da ist Aachen ziemlich anders aufgestellt, das ist wirklich die Sache mit dem Gehen. Das Gehen zu Fuß gehen, 30%, sehr hoch. Und ich denke, das liegt daran, dass es eben nicht flach ist. Gent ist viel flacher als Aachen. Und bei uns ist es, kann man sehr leicht Radfahren. Also es gibt so ein paar Hügelchen, ein, zwei, aber hier ist das schon anspruchsvoller. Und ich denke, Radfahren ist wirklich schön und beeindruckend in Gent. Also da sind wir ziemlich stolz drauf. Und noch was ziemlich Aktuelles, das ist die Umfrage zum Besitz von Transportmittel und die gelbliche Orangenblöcke, das ist Autobesitz pro Haushalt zu verstehen, pro Familie. Und das geht nicht sehr steil runter jetzt, nur ganz langsam. 2015 waren wir auf 1,2, 2018 auf 1,1 und jetzt gibt es durchschnittlich ein Auto pro Familie in der gesamten Stadt Gent.
Wenn man aber sich mal die Zahlen anschaut, dann bedeutet das, im Laufe der dieser 6 Jahre haben wir 25.000 Autos weniger in der Stadt. Und wenn man überlegt, was 20.000 Autos bedeuten in der Innenstadt, wie viel Platz nehmen die in Anspruch? Das ist riesig. Es ist wirklich gigantisch. Und man sieht auch, dass die Zahl der Fahrräder zunimmt. Und von daher freuen wir uns sehr über diese Zahl, weil wir wollen wirklich diese Abhängigkeit vom PKW reduzieren. Wenn man das hinbekommt, dann wird wirklich die Stadt aufblühen. Verkehrsunfälle, auch ein ziemlich beeindruckender Punkt, wenn man sich die Zahlen anschaut in den letzten 10 Jahren. Da haben wir mehr als ein Drittel Unfälle weniger durch all die Aktionen der letzten Jahre. Ich würde also sagen, also das Hellblaue ist leicht verletzt und das Rote ist schwer verletzt. Gelb war Todesfälle. Die Infrastruktur, ja, die wird nicht perfekt sein. Es wird immer Leute geben, die nicht perfekt sind. Es gibt auch Faktoren, die man nicht steuern kann. Und es kann leicht passieren, dass das Ausrede zu benutzen und zu sagen, ach, wir verschieben es nochmal 2 Jahre später. Erstmal muss die Park-and-Ride-Infrastruktur perfekt stehen und wir brauchen mehr Busse. Aber wenn man wartet, bis alles da ist und bis die perfekte, wenn die alle Kriterien perfekt zusammenkommen, das ist letzten Endes ein Grund, gar nicht erst anzufangen. Und ich denke, es ist gut, einfach mal anzufangen mit dem, womit Sie anfangen können. Und ich denke, Sie machen ja auch schon eine Menge. Ich war ziemlich beeindruckt heute von der Stadt Aachen. Ich denke, Sie sind da schon auf einem guten Weg. Ich denke, wir können auch einiges lernen von Aachen. Da gab es schon Dinge, die mich sehr interessiert haben. Also bitte gehen Sie es an, machen Sie weiter mit Ihren Plänen und setzen Sie es in Gang. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für diesen warmen Applaus, den Ann sich hier verdient hat. Ann, du bist Kabinettschef. Was bedeutet das eigentlich? Structures are a little bit different probably die Strukturen sind ein bisschen anders hier in Aachen wahrscheinlich als in Gent. Also man hat die Verwaltung bei uns und dann hat man die Politiker und Politikerinnen und die Politiker, die haben Leute, die mit ihnen zusammenarbeiten und ich bin eine dieser Mitarbeiterinnen eines gewählten Politikers. Ich bin also Büroleiterin dort. Wir sind ein Team von 6 Leuten und als der Zirkulationsplan aufgestellt war, da war ich die fürs Mobilitätsteam zuständig war, aber jetzt bin ich irgendwie Kabinettschefin geworden. In Gent das angetrieben, dass sich diese Planung auch durchsetzen ließ? Wer stand dahinter? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass der politische Wille dazu da ist. Das ist, glaube ich, eine wirklich ganz wichtige Botschaft, weil das sind letzten Endes größtenteils diejenigen, die die Debatten führen mit den Bürgern und Bürgerinnen, mit der Öffentlichkeit. Und das sind ja auch diejenigen, die die Entscheidungsträger sind. Man braucht also wirklich Politiker mit einem starken Willen in die Richtung und eine gute Koalition, um da dran zu bleiben. Und ich denke, das war wirklich da. Wir hatten also einen stellvertretenden Bürgermeister, der sehr überzeugend war. Und es waren manchmal schon heftige Debatten. Wenn man also die Autodominanz in der Innenstadt runterbringen will, dann gibt es immer ziemlich hitzige Diskussionen. Und es gab Morddrohungen. Also es war ziemlich intensiv. Aber am Ende ist er sehr stolz, dass er das durchgezogen hat. Und ich denke, alle sind stolz darauf,
dass er dran geblieben ist. Das beeinflusst mich jetzt sehr. Also Todesdrohung für jemand, der Stadtplanung und Verkehrsplanung verantwortet. Ja, er hat eine Zeit lang gerade über die 15% oder über eine kleinere Nummer. Keine Ahnung, wie viel. Was auch sehr klar war, also wir hatten ein spezielles Datum, wo wir den Zirkulationsplan gemacht haben, 3. April 2013. Und an diesem Wochenende haben wir also alles verändert. Das war total spannend, wirklich. Und jemand hat also diesen Politiker, mit dem ich da gearbeitet habe, hat den, also das, die Zeitung hat das auch mitverfolgt. Das war wirklich eine große Geschichte. Und man ging morgens um 11 durch die Stadt und ein Journalist wollte mitkommen. Und, vielleicht nicht, weil es gibt jede Menge schlechtes Gerede vielleicht. Aber plötzlich nach 2 Jahren Debatten und Drohungen und heftigsten Diskussionen war das plötzlich so, es käme da, oh, danke Ihnen, guter Plan, danke, dass Sie das durchgezogen haben. Wirklich eigenartig, dass diejenigen, die dafür waren, also von denen hört man das nicht so im Voraus. Man hört immer erstmal stärker die Stimmen derjenigen, die dagegen sind. Die sagen, das funktioniert ja doch nicht, das ist der Tod der Innenstadt. Und man hört nicht diejenigen, die sagen, sieht gut aus, auch probieren wir es doch mal. Könnte funktionieren, die hört man nicht. Was habt ihr denn gemacht, um diesen Plan mit der Öffentlichkeit zu diskutieren? Wo würde er diskutiert, mit wem? Mein stellvertretender Bürgermeister hat immer gesagt, ich bin keinen Abend mehr zu Hause gewesen, 2 Jahre lang nicht. Wir haben das in jedem Winkel, in jedem Café diskutiert, in jedem Quartier, mit Ladenbesitzern, mit Hotelinhabern, mit Lieferdiensten, mit Leuten, die einfach Anwohner waren, Leute mit Migrationshintergrund, denen hatten wir besondere Abende. Es war also wirklich für eine Weile total intensiv. Aber ich denke, das ist auch der Grund, warum es am Ende funktioniert. Hat, weil wir haben uns angehört, was die Leute zu sagen haben und haben versucht zu sehen, was da wirklich das reale Problem ist. Ist das tatsächlich ein Problem? Und wenn ja, was können wir da machen? Also 2 Jahre Debatte haben uns auch erlaubt, an bestimmten Dingen nochmal zu feilen, für bestimmte Zielgruppen, wo wir da kleine Schritte noch unternehmen konnten, um es ihnen leichter zu machen. Jetzt bist du ja in einem Team, das ein Politiker berät. 2017 war das. Wir haben 5 Jahre später. Wann steht er zu wieder? Wahl an oder ist er gar zwischendurch wiedergewählt worden? Er ist wiedergewählt worden schon. Also 2017 haben wir das Ganze implementiert und es gab Wahlen 2018. Und obwohl er nicht ganz oben war auf der Liste, hat er in den Wahlen jede Menge Stimmen gekriegt zu diesem Punkt. Also was so weit ging, dass es knapp ausging. Er hätte auch Bürgermeister werden können und das ist jetzt einer der wichtigsten stellvertretenden Bürgermeister. Also wenn ich jetzt durch die Straßen von Gent gehe, dann kann ich mir vorstellen, dass ich Passanten höre, die das loben. Aber was ist denn mit denen, die Geschäfte haben? Wie würden die mir antworten, wenn ich sie fragte, ob das gut ist, wie es im Moment in Gent geregelt wird? Ich denke, da kommen gemischte Rückmeldungen. Einige, denke ich, werden sich sehr freuen und sagen, sehr zufrieden sein, sagen, alles toll hinbekommen. Andere sagen, ich hätte gerne mehr Ausnahmeregelungen für meinen eigenen Laden oder leichteren Zugang oder leichtere, einfachere Anliefermöglichkeiten. Ich glaube, das ist immer da, aber es geht auch darum, die entsprechende Balance zu finden, das entsprechende Gleichgewicht. Und manchmal, denke ich, unterschätzen sie, was also der wirklich dieser öffentliche Bereich ihnen bringt an Qualität für den Laden auch. Leute gehen viel lieber in der Innenstadt einkaufen als in so einem riesen Einkaufszentrum wegen der Atmosphäre und wie es da zuging, ist auch wichtig für Ladenbesitzer. Und ich sage nicht, dass alle komplett zufrieden sein werden mit jeder einzelnen Regel, die wir da auf
aufgestellt haben. Aber ich denke, am Ende ist es so, dass dann das Geschäft blüht. Dann hast du die Blocks und Dollars gezeigt, also diese Lego-Steine, die ihr dort benutzt habt, die man gelegentlich findet, wo am Schrottplatz die verschiedenen Sorten Metall unterschieden werden. Jetzt habt ihr die in die Stadt gebracht an einem Tag, wie es gerade erzählt hast. Und ja, ich war da, ich fand sie hilfreich, aber nicht besonders hübsch. Jetzt habt ihr viel zu tun. Wie viele Plätze baut ihr pro Jahr um und wann verschwinden diese ganzen Legosteine? Es geht zu, we would have gone quite faster with rebuilding the city, but you only have also the money you have and you only neu, have the time you have. Neu aufzustellen, das hätte auch schneller gehen können mit mehr Geld, aber man kann halt nicht alles gleichzeitig angehen. Und wir haben auch gesagt, das ist erstmal temporär, maximal 10 Jahre, das haben wir auch immer wieder kommuniziert, die sind für maximal 10 Jahre da. An einigen Stellen hat man schon wieder umgebaut, an anderen läuft es noch. Und ich denke, 10 bis 15 Stellen sind das, die wir wirklich umgestalten wollen. Und andere können noch länger. Wie hoch schätzt du den Anteil der Menschen, die die Maßnahme wieder rückgängig machen möchten? Ich denke nicht, dass man das wirklich wieder rückgängig machen kann zu dem, was vorher, Wenn man das ein halbes Jahr nach Beginn der Maßnahmen gesagt hat, dann hätten wahrscheinlich einige gesagt, okay, gehen wir wieder zurück zum alten Zustand. Aber jetzt, wo sie sehen, wie das funktioniert und wie froh die Leute darüber sind, wie das läuft und wie zugänglich die Nachbarschaft ist und das Stadtzentrum, es braucht schon eine Weile, aber die Leute gewöhnen sich dran und dann sind sie zufrieden damit und freuen sich. Also ich denke, selbst wenn es einen vollkommenen Wechsel geben würde auf der politischen Ebene, ich denke, auch die wären nicht in der Lage, das wieder rückgängig zu machen. Meine Damen und Herren. Jetzt 15 Minuten Pause machen, das heißt bis 17:55. Die Übersetzerin kann sich entspannen. Erstmal noch zwischendurch. Herzlichen Dank. Und dann werden wir mit Ihnen hier darüber diskutieren, was Sie für Aachen hier Interessantes gehört haben, was Sie denken, was man in Aachen auch tun könnte, was vielleicht der Unterschied zu Gent ist, den Aachen ausmacht. Und der Herr Dr. Knechting und Frau Burgdorf stehen uns dann hier zur Verfügung und wir führen einen Dialog miteinander. Vielen Dank bis hierher und bis gleich.